Modell 3, MK3 sage ich nur. Das Problem ist, ich brauche 3 von der Sorte. Denn noch irgendwas? Soll das nicht auch anders sein? Ich sag bloß, ich muss den löschen. Bloß, ich muss den löschen, damit ich da hinkomme. So. 4. Aua. Yo! Damn! 2 von 4. Gehen wir einmal außen rum. Da sind wir noch einer. Noch einer. Und Rems! 3. So. Wohnräume. Geht's eh nicht rauf? Wo, oder geht's da rauf? Komme ich da vorbei? Dude, kann ich da nicht? Kann ich da nicht abusen? Kann ich da nicht? Da kann ich abusen, oder? Schauen wir mal, wo noch ein Krebsanzug ist. Ich glaube, das ist einer, ne? Ich glaube, ich muss da hin. Jo. So, okay. Bam, Krebsanzug. Wahrscheinlich komme ich hier auch rüber. Richtig? Ja. Ihn nicht abusen müssen auf der anderen Seite. Wohnquartiere. Ja, okay. Gut. Gut. Noch was? Nein. Okay, das ist jetzt die Stelle, wo... Das ist jetzt die Stelle, wo in Fallout irgendwelche... Ach, nicht wahr. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Okay, jede Menge Wasser. Ein Lagerraum, okay, Kantine. Jo. Scheiß auf den Feuerlöscher, wir hatten hier noch einen drin. Ja, das Inventar mitnehmen ist ja gut, aber au. War so klar, was ist passiert. Ja, das Inventar ist ja schön und recht, aber ich meine, ich kann nicht noch weniger mitnehmen. Also könnte schon, aber macht keinen Sinn. Ja, ich weiß, ich könnte es ja mit der Schubkanone machen. Ich mache es aber auch nicht mehr mit der Schubkanone. Ich habe keine Lust, ich will das jetzt so machen. Ich will das so machen, lass mich hier rauf, bevor ich... Ja, ist gut, ist gut. Bitte kein Kommentar damit dazu. So. Kein Kommentar will ich hören, kein Kommentar. Ja. Löschen wir nochmal den Rest. Oh. Den will ich haben. Yeah, Verkaufsautomat! Blueprint available. Okay, da liegt noch ein PDA. Labortisch. Geil! Datendownloads Tagesmenü. Jesus Christ! Da wollte ich einen Topf anbieten. Ja. Hey, okay, okay, das habe ich alles. Ich will das hier haben. Ich will das. Das kann ich mitnehmen! Oh, Dude. Oh, gib Kornposter! Oh, scheiße, da waren noch andere Poster drin. Oh, ich hätte die mitnehmen können. Shit. Ich habe da noch andere Poster gesehen. Fuck. Ich wollte doch die Poster haben. Oh Gott, ey. Wo muss ich denn hier? Ich sag dir, ich werde die ganzen Batterien rausschmeißen, wenn es sein muss. So, Betten. Betten, jede Menge Betten, 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 Betten. Das sind auch Betten. Was ist das? Bordtasche. Kann ich sie mitnehmen? Moment. Kann ich nicht? Kann ich nicht? Was Sachen reinpacken und die da mitnehmen? Kann ich nicht irgendwie Sachen reinpacken und dann die Sporttasche mitnehmen? Hm. Was mache ich jetzt mit der Sporttasche?
Seriously, das ist eine Sporttasche, ja, die ich nicht mitnehmen kann. Das ist ja total assi. Tut mir leid. Was mache ich denn mit der Sporttasche? Oder kann ich die vielleicht. Muss ich die auf den Slot lassen? Muss ich die auf den Slot lassen? Was ist, wenn ich die mitnehme? Ne, die kann ich eigentlich nur. Kann ich nur platzieren. Okay, scheiß drauf, ganz ehrlich. Na schon, was da drin ist, aber mehr nicht. Pff, ganz im Ernst. Oh. Foto. Ist noch was drin? Nein. Hauptsache Sporttaschen. Es tut mir leid, aber Sporttaschen nehme ich nie mit. Oh. Kabine 1. Moment. Habe ich nicht irgendwo Kapitäns Hochsicherheitsterminal im Quartier des Kapitäns? 2679, ich wusste es. 2679. Oh. Fuck. Habe ich sonst noch was? 1869. 1869. Ba, 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 ba. Wo ist mein Messer? Wieso habe ich mein Messer nicht mehr drin? Wo ist meine Seemotte? Wieso hat sich das alles nach links verschoben? Dude, ich will das nicht alles auf links haben. Das hier und ganz vorne hatte ich was? Schubkanone. So. Meinst du, Notwehr für halt das Titan weg? Ich meine, scheiß drauf. Komm, Gott, Plüschtier. Gott, das Inventar voll. Kann ich die öffnen? Was drin? Ja. Medkit Inventar voll. Das ist okay. Das nehme ich und dann use ich es gleich. Ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen Inventarmanagement machen. Aber hilft ja nichts. Wie viele Gegenstände hat es einfach zum Scannen gibt? Wie viel? Und wie viel verdammte Utilities man finden kann? Ja, Cappies, die man irgendwo hinlegen kann. Das Signal. Okay, das war's hier. Dann haben wir hier noch eine. Da ist Kapitänsquartier, genau. Und das bekomme ich. Bekomme ich das auf? Nein. Kapitänsquartier. Kapitänsquartier war 2679. 2679. Hallo? Ah, Datenterminal. Ah! Aurora Poster. Jesus Christ. Ich hab doch irgendwo ein Ding verpasst, Mann. Ich hab noch irgendwo ein Poster verpasst. Was bist du? Oh, eine Miniatur von Aurora. Das will ich auch haben. Ich will diese Collectibles haben. Alter, was rutsche ich denn hier so? Das ist das Datenterminal. Hammer. Da haben wir alles. Gut, dann. Ich sage, gehen wir mal auf die andere Seite. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Aber ich denke, da wird jetzt nicht mehr so viel Wertvolles zu finden sein. Sprach's und fand noch einen weiteren PDA. Ich lauf immer rein. Immer. Immer. Infiziertes Wasser. Batterie. PDA. Boah, diese ganze Story müsste ich halt lesen. Ja, die ganze Story. Was da alles drin steht. Jesus Christ. Betriebsprotokolle. Letzte Aufnahmeübertragungen. Aufzeichnung der Aurora Ingenieurdrohne Albert. Gut, ey, das sind so viel. Naja, okay. Dann haben wir hier auch schon alles. Ist hier noch irgendwo ein Poster? Ich hätte gern irgendwo ein Poster. Ein großer Freund von Postern. Aua. Noch was? Kabine 5, das ist egal, da kommen wir eh nicht rein. Jo. Und hier dürfte es wieder nur Mist geben. Wir nehmen noch schnell ein Wasser. Da ist ein Medkit. Hoho, ist sehr schön. Da ist Essen. Scheiß auf die Batterie, ja. Essen ist viel wichtiger, die Nährstoffblöcke. Da ist nichts. Nichts. Eine Batterie. Nichts, nichts. Weil ich eigentlich tatsächlich den Titan wegschmeißen kann und die Batterien mitnehmen kann, weil. Wozu? Ich meine. Batterien sind viel teurer herzustellen als. Ja, viel teurer sind sie nicht herzustellen. Auf jeden Fall teurer herzustellen als
Das Titan irgendwo zu finden. Weil Titan gibt es echt überall. Okay. Und da ist ein Poster. Natural Selection 2 Poster. Oh, geil. Geil! Meine Mehrzweckräume werden komplett mit Poster vollgepackt. Also, Mann, du kannst. Eine 7? Achso, das war das. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Da ist noch eine Batterie. Weißt du was? Scheiß auf das ganze Titan-Lumpe hier. Batterie. Noch irgendwas? Nein. Hier noch was? Da ist noch ein Poster. War ich hier schon? Jo, ich war hier schon. Okay, dann denke ich, habe ich alles. Hoffe ich mal. Außer das ganze Wasser hier, aber. Mein. Und die Nährstoffblöcke. Scheiße. So, ich knall mir jetzt da. Knall mir jetzt einfach was rein, ja. Nehm noch mal einen Nährstoffblock mit. Und das Wasser, was ich gerade runtergeschmissen habe. So, gefühlt das Wasser. Nochmal Nährstoffblock, noch Nährstoffblock. Und. Scheiß auf die Batterie. Ich nehme das Wasser mit. So. Jetzt noch mehr Wasser, noch mehr Wasser, noch mehr Wasser. Noch mehr Wasser. Hahaha. So, hier habe ich alles. Hier habe ich alles. Okay, sehr gut. Okay, cool. Na denn. Und dann haben wir es mal, würde ich sagen. Dann habe ich alles ausgeräumt, was es in der Aurora gibt. Alles. Restlos. Geräubert. Okay. So, dann gehen wir. Wo müssen wir hin? Was war hier? Da komme ich zurück, richtig? Ah. Das sprach, es werde Licht. Irgendwo war doch nochmal so ein Poster. Ich habe doch irgendwo noch so ein Poster gesehen. War das hier? Ne, es war nicht hier. Das ist der Antriebsraum. Wo war das Poster? Das war, glaube ich, oben im Seemottenraum. Oder hier? Das Poster hier. Habe ich das hier gesehen? Ne. Ah. Türen, die funktionieren. Sehr schön. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Und da oben... mit da wieder rauf? Muss ich da wieder rauf oder muss ich da andersrum? Ja, schon klar, wegen dem Modul. Mir schon klar. Und ich denke, das war's hier. Ich denke, das war's. Ich denke, das war's. Coole Sache, coole Sache, coole Sache. Coole Sache. Mein Gott, ey. Aurora. Aber ich dachte mir jetzt mal irgendwas Epischeres finden, ja? Ich meine, in diesem komischen Alien-Abschuss-Dingens-Dongens, ja, da war... Da hab ich verdammte Weltenzerstörer gefunden, ja? Und hier? Pff. Gibt's nur diese komischen Springviecher. War hier nicht noch? Aha! Da war's. Ah, hier. Neue Kommunikation. Rechts oben sieht man's. Neue Kommunikation. Okay, das heißt, wir können zurück. Zurück, 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 marsch, marsch. Zurück, zurück, zurück. Luftschleusen. Wusch. Und draußen sind wir. Ja, diese Krebsviecher, ey. Haut bloß ab. Haut bloß ab. Bin eh viel schneller als ihr. Oh oh. Oh, hab ich ein Glück. Oh, hab ich ein Glück. Oh, dude. Fuck. So, okay. Was bedeutet aber jetzt? Ich meine, mehr brauche ich jetzt eh nicht mehr mitnehmen. Was soll, wir schwimmen jetzt wieder zurück, denke ich. Ja, ich denke, wir schwimmen jetzt wieder zu Deep Base 9 zurück. Ich muss noch wieder nach oben schwimmen, damit er mich hier in Ruhe lässt. Oh, fuck it. Dieses Mistvieh. Oh, so, okay. Wo ist die Base 9? Da ist die Base 9. Da müssen wir jetzt wieder hin. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir es dann eh schon bald. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar Dinge gefunden, die wertvoll waren. Außerdem können wir die ganze Basis erstmal dekorieren mit irgendeinem fancy Stuff, aber das mache ich wahrscheinlich offscreen, weil das ist ein bisschen öde, das anzuzugucken, wenn ich meinen Traum von der Unterwasserbasis auslebe. Da
Da kann ich in der Zwischenzeit noch ein bisschen Titan farmen und sowas, aber. Das ist so cool, wenn das hier raussticht. Rams. Naja, ich denke mir schon, dass die Zolle noch nicht rum ist. Das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Außerdem hat er mir angezeigt in einer neuen Kommunikationsnachricht. Ich meine, ich weiß ja auch, dass ich noch. Ich wurde ja auch gestochen von diesem fiesen Ding. Ja? Das heißt, ich weiß auch noch nicht, was das ist. Ich weiß dann noch nicht, wie infiziert ist und warum die Insel in der Quarantäne steht. Ja, das weiß ich alles noch nicht. Deswegen denke ich mir schon, dass die Story definitiv noch nicht vorbei ist. Ja, das ist mir auch klar. Das ist mir auch klar. So, hier sind wir wieder. Bremsen. Zack. Dann Erweiterungsmodule. Wo haben wir es denn? Demodentivmodul. Ich hab's weggeschmissen. Wirklich, jetzt weggeschmissen. Seemotten Tiefmodul zum zweiten. Chaka. Haben wir sonst noch was für die Seemotte gefunden? Nein. 100 Meter tiefer. Naja, es ist auch nicht so weit. Besser wie nichts, ne? Besser wie nichts. So, jetzt schauen wir mal, was hier noch abgeht. Hier spielen jetzt Kapsel 7. Okay, Fabrikate sind über. Okay. Sehr gut. Das heißt, wir nehmen hier mal unsere Essenskiste. Weil wir haben jetzt einiges an Essen. Ich hätte außerdem noch ganz gern eine Fancy Stuff Kiste. Das ist die Fancy Stuff Kiste. Eine Fancy Stuff Kiste sind Energiezellen und Batterien. So. Dann brauche ich außerdem das hier. Das heißt, Fancy Stuff ist auch da drüben. Dem Modell kam bis 1000 Meter drin. Ach so, ja, mit den meiner Modulen. Ja, schon klar. Wir nehmen das Kreislauftauchgerät wieder hin. Wir lassen den mal drin, die Schubkanone. Lass mal hier, scheiß auf die Schubkanone. Ja, niemand hat vor, eine Schubkanone mitzunehmen. So, und da, das wird mein Fancy Stuff Ding. Oh, was ich jetzt gefunden habe. Ziemlich geil. Ziemlich cool. Ja, sehr schön. Ich würde mir noch gerne angucken, was ich noch alles gefunden habe mit meinem Konstruktionsmodul. Was ist es denn? Beim Fancy Stuff? Ich glaube, hier ist es drin. Was kann ich jetzt irgendwie Neues bauen, damit wir ein bisschen noch gehypt sind für die nächste Folge? Lalalala, wo ist es denn? Habe ich es denn hingepackt? Habe ich schon dabei? Ja, habe ich schon. Grandios. So, Konstruktionsmodul. Was können wir Tolles machen? Sonstiges. Verkaufsmodul. Lebende Wand. Ich glaube, das ist alles hier nur Deko. Wir haben Innenmodule immer noch die gleichen. Wir müssen dann demnächst wirklich einen Beetkasten machen. Wir brauchen immer noch die Modifizierungsstation. Wir brauchen. Die haben wir schon. Konsole für Fahrzeugerweiterungen. Den Kernreaktor können wir noch nicht. Den Bioreaktor will ich noch nicht. Außenbeete will ich jetzt auch noch nicht. Wärmekraftwerk wäre auch eine Idee. Basiselemente habe ich jetzt nicht. Okay. Sehr gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Danke, dass du so lange da warst, Xenon Tarix. Du bist ja der letzte Verbleibende jetzt hier noch. Für die, die es auf YouTube sehen, sage ich erstmal danke fürs Zugucken. Und mit diesem trüben Ausblick verabschiede ich mich und sage, haut rein, macht es gut und ciao, ciao.